Das sind wir mal wieder. Das war ganz unerwartet. Wir spielen heute eine Runde Rocket League mal wieder. Mit dabei ist natürlich der Becken. Hank ein. Und der Ferg. Hallo. Treten wir jetzt Orange oder Blau? Weil wir spielen jetzt nicht gegeneinander, oder? Nein, ich habe jetzt zum Üben gegen Bots eingestellt. Okay, dann spielen wir Orange. Gegen Bots? Ja, das wusste ich auch nicht. Natürlich habe ich die höchstmögliche Schwierigkeitsstufe genommen. Okay, ich weiß schon, wie man springt. Ja, ich auch. Ja, aber zum Warmspielen ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was ist nochmal Gegen der Bots. Turbo? B. B? Ah ja. Gegen Bots? Haben wir jemals gegen Bots gespielt? Nein. Ich weiß auch nicht, ob das früher, damals, Als wir schon noch jung ging. waren. Der sollte so. Weiß gar nicht, ob ich schon einmal beim Ball war. Das Doch, ich habe ihn schon mal berührt. ich auch. Oh-oh. Toll, ein Tor. Wieder nicht. Ja, und Ja, es hat gut geklappt. falls ihr hier heute auf Ultimate Racing 2D gewartet habt, es kommt demnächst auch wieder. Mit Sicherheit. Ich habe das Gefühl, das Spielfeld ist zu klein. Hey, ich habe einen kaputt gemacht. Hilfst uns das was? Kurzfristig vielleicht. Bin so noobig. Ja. Versuche mal an diesem komischen Netzding hochzufahren, stell dann fest, dass es nicht geht. Boost geklaut. Ja, ich bin ja auch wieder vorbei. Ja, aber wir waren einfach der Meinung, Rocket League müsste einfach mal wieder sein nach, keine Ahnung, 2 Jahren oder so. So ungefähr, ja. In der Zeit haben wir es auch nicht gespielt, wie man auch heute sieht. Oh, passt das drin. hatten wir ziemlich Glück. Aber wir kommen ja auch gar nicht aus unserer Hel Hatten wir schon mal einen richtigen Angriff? Na, geht schon. Ja, ist vielleicht ganz gut, dass wir nicht gegen echte Leute spielen. Ich bin mir 100% sicher, dieses Spielfeld ist um einiges kleiner und hier ist es auch um einiges schwerer, natürlich ein Tor zu machen. Also für mich jetzt gerade irgendwie. Ich spüre immer so gute Pässe in der Mitte, aber in der Mitte sehen die an. Jetzt rufen die Siegen. Was? Eine Minute, ja. Nein, wieso hast du den denn da gerade gespielt? Der lief doch so gut. Ich hätte ihn wunderbar gekriegt. Ich hab falsch geguckt.
dass er gerade, wir wären in der anderen Hälfte gewesen. Haben wir gar nicht. Nein, wir waren in deren Hälfte. Das Problem ist halt hier, dass man in den dann auch immer eine Höhe reinbringen muss. Ja, spannend. Ach ja, schön. Das dauert dann noch eine halbe Stunde. Ich habe den Gegner in den Korb geschossen. Bringt das was? Nein. Wenn das wirklich geht, bis einer ein Tor hat und werben einfache Bots gegen uns. Ja, dann kann das ein bisschen dauern, diese Episode. Ich bin keine einfachen Bots, ich hab die Profi-Bots genommen. Natürlich, das hat man gemerkt. Ja. Also ich weiß nicht, ob es da noch eine Stufe höher liegt, aber es gibt Anfänger und Profi. Ich habe jetzt Profi genommen. Dann möchte ich nicht die Anfängerbots sehen. Ja, die haben wahrscheinlich hier, das Spiel ist zu einfach für unseren Skill. Ja, das sieht gut aus. Jawohl. Ja. Easy. Oh, nein. Easy. Ah. Ja, wenigstens einer, der hier was kann. Ich habe echt gedacht, der holt den noch raus. Ja. Ich habe sogar direkt einen Erfolg bekommen. Aber nicht nochmal gegen Bots, oder? Vielleicht suchen wir uns mal was Schönes aus. Ja, dann gehe ich mal zum Hauptmenü zurück, weil sonst startet das nächste Spiel. Ja. Vielleicht nicht Basketball. Ja. Gibt ja noch, also ich habe vorhin mal geschaut, bei privaten Spielen gab es sowas wie, nein, das will ich jetzt gerade nicht machen. Wie mache ich denn den Chat wieder zu? Chat schließen, LT. Ja, LT. Und jetzt habe ich noch was anderes, eigentlich ist ja wieder hier schrecklich. Suche läuft für irgendwas. Im privaten Spiel gab es sowas wie Blechschaden und was weiß ich alles. Aber mal schauen, was der Fjall kurz da ausgesucht hat. Jo. Ich bin gespannt. Die überarbeiten ja gerade, wie das mit diesen ganzen Lootboxen und so im Spiel funktioniert. Okay, das ist. Der bleibt hinten, Fjark? Ja. Aber das Spielfeld ist doch gleich viel angenehmer. Ich bleib eben hinten. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Alles gut. Warum ist mein Auto lila? Welches Team sind wir? Wir sind blau. Blau. Ja. Ja. Bam, den macht ihr. Sauber, Shadow. Ja, ja, starker Auftritt. Erfolg. Ja,
Gut. Ja, zumindest habe ich eine Vorlage eigentlich. Da von hinten besser aus. Ich bleib hinten. Hier, Vorlage, los, irgendwer. Nein! Nein, na scheiße, war ich zu spät. Ich bin auch so nicht mehr hinten. Wisst ihr auch so, was ich heute gelernt habe? Spanisch. Nee, ich habe heute gelernt, dass... Bleifuß von 1995, ja, vielleicht kennst du das noch. Ja. Genau. Das ist ja mal extrem wie das erste Ridge Racer, auch von 95 auf der PlayStation. Also wenn du die nebeneinander hältst, die Videos, das ist wirklich krass. Mhm. Also du hast echt starke, also gerade so vom Grafikstil. Ich bleib hinten. Ah geil, ich hab den Dingsprung wieder hingekriegt. Den Dingsprung. Ja, du springst und drückst gleichzeitig nach vorne und machst so einen komischen Wusch. Wusch. Mach den Wusch. Du springst quasi doppelt und drückst nach vorne, dann machst du einen Überschlag nach vorne. Achso. Ah, schade, er ist fast reingegangen. Sicher, dass wir jetzt nicht gerade gegen Bots spielen. Ja, ich bleib mal hier hinten und trink meinen Kaffee. Passt schon. Ja, die Bots machen das ja den letzten Tag, von daher sind die schwieriger. Ist die falsche Richtung, Bacon. Ja, ich weiß, ich bin aber... Jetzt ist die richtige Richtung. Jetzt kommt er zu dir. Genau. Ups, das war ein bisschen zu sehr in der Mitte. Wage ich mich das erstmal von hinten weg und dann kommt der Ball. Ich gehe jetzt mal hinten weg, das ist ja albern. Ja. Ja, es ging ja vor allem immer darum, dass man beim Anschluss einen hat, der hinten ist, ne? Ball kommt so. Irgendwie. Ja. Ah, scheiße. Na, scheiße, gegen Pfosten gesenkt. Oh, komm, einer von euch. Oh. Weiß nicht, wenn der nicht abgefälscht hätte, wäre er vorhin gegangen. Na, scheiße, vorbeigesprungen. Nicht weiß, also ich weiß nicht, was ihr habt, aber ich spiele gerne in der Verteidigung. Hm. Wir haben das echt schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Also ja, noch nicht mal ohne Aufnahme oder sowas haben wir es ja auch. Oh, okay. Wir haben es ja einfach... Also ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, wann ich das gespielt habe. Ich auch nicht. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut ja, aus. Ja, sauber. Ja, den habe ich nicht mehr Ruhe geholt. Ich wollte das Tor noch klauen. Ich war zwar der Vorvorletzte, glaube ich, der ihn berührt hat, aber... Ja. Am besten kann man jetzt sehen, wie ich gleich noch versuche, von hinten ranzukommen. Ja. Da, und... Ja. Ja. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass du ihn ablenkst. Ich bleib hinten. Ich bleib hinten. Ich bin weiter hinten. Okay. Oh, scheiße. Den meinte ich. Oh, Sprung nach vorne. Mit Doppel-A. Doppel-A und nach vorne gedrückt. So, Anschluss ist vorbei, dann kann ich ja mit nach vorne kommen. Ich wurde zerbumst. Ja, Achtung, Ball kommt nach hinten. Ja, bin da. Ja, das jetzt haben die nicht verstanden, dass das falsche Tor ist. So, jetzt noch einen rein. Komm. Ja, sauber, Fjalk. Schön abgestaubt. Ich wollte mal schon mal sicher gehen. Nein, alles gut. Aber ich finde, habe ich eigentlich ganz... Unser Ziel für heute, kein Tor für Bacon. Gut, okay.
Aber ich konnte nicht sehen, wie nah der andere da rechts neben ja, mir war. Ja, nee, du, alles gut. Ich bleib hinten. Nein, ich bleib hinten. Ich bleib hinten. Jetzt macht Cheryl sowieso direkt. Ja, natürlich. Aber... Also gerade beim Basketball, das war einfach nur ein Scherz von uns. Wir können das viel besser. Guck mal, hier, Wiener 1. Ja, man muss uns die Tore immer einfach ebenerdig legen, dann geht das schon. Ja, tut mir leid, Marius. Macht man Chat? Ich dachte, Shadow lenkt ihn jetzt irgendwie ab, damit er ja nicht reingeht. Ich habe den armen Marius getröstet. Ja. Das war, fand ich auch ein ganz, also purer Zufall. Also ich glaube, so hoch und Gegentor haben wir noch nie verloren. Ich bleib hinten. Hatten wir nicht mal zweistellig? Ja, aber ich glaube, da gab es auch ein Tor für die andere. Ja, sauber. Das war gut. Der Errungenschaft freigeschalten. Wie macht man hier nochmal Rollen und so? Keine Ahnung. Ja, ich drehe mich immer nur. Ich drücke hier einfach nur und drücke A und drücke L. Ja, ich sag einfach mal, ich bin bereit. Achso, das ist dann, wenn die alle zustimmen, ist es. Ja. Nochmal gegen die. Marius muss jetzt eigentlich nur sein, dass er noch eine Frau ist. Ja, ist ja nicht du. Okay, Zampe will nicht. Was denn jetzt eh gerade nicht, was gleich passiert? Ich auch nicht, das werden wir aber sehen. Ja, ich glaube, wenn die rausgehen, dann bekommen wir halt neue Gegner für den Marius dazu. Eigentlich hätten wir jetzt aufhören müssen. Ja, ungeschlagen, ne? Ich bleib hinten. Nee, aber das ist ja eh noch, Spielersuche läuft. Achso, okay. Und sehr gerne. Nee, warte. Nee, wenn noch Spielersuche wäre, dann... Ja, nee, das ist das richtige Spiel. Ja, dann wäre die würde keine Zeit laufen. Schön mal vorbei. Nein, scheiße, unten durchgefahren. Ich habe irgendwie meine Kamera umgestellt. Was habe ich gedrückt damit? Ich hab da irgendwie Zeit stört, das tut mir sehr leid. Scheiße, verpasst. Gut, Entschuldigung. Alles gut. Nein. Schon wieder. Sauber. Ja, gut erwischt. Ja. Ich glaube, ihn. Oh, Shadow rammt nicht immer. Entschuldigung, ich wollte zum Boost. Ja, den hätte ich auch gekriegt. Nein! Nein! Das war so gewollt. Ich wollte noch ein bisschen was für die Fans da rumspringen. Und dann... Ja. Aber ich habe das Gefühl, durch meinen Sprung habe ich den durch den Wind noch ein bisschen abgelenkt. Ich bleib hinten. Ich möchte nicht wissen, was für einen Wind du da gemacht hast.
Na, schade. Ah, scheiße. Sind die Ball da weg? Nein. Nein. Machen die es halt. So, ist schön. Da habe ich Shadow schön angespielt, glaube ich. Ja. Ja, komm. Oh, schade. Falsche Richtung. Oh. Sorry. Danke fürs Abfangen. Ja, aber ich hatte ihn auch schon drin gesehen. Oh, da hat Frank ihn richtig gut rausgeholt. Mit voller Absicht. Scheiße. Ja, wie gut, dass die in die falsche Richtung immer spielen. Vielleicht spielen die guten Spieler das einfach nicht mehr, deswegen gewinnen wir. Nee, ich könnte mir vorstellen, also es gibt ja auch hier diese ganzen Ranking-Scheiß und so ein Kram. Ja, das könnte natürlich auch sein. Ja, sehr schön. Ja. Dein erstes Tor. Oh. Da habe ich ein Warnzeichen eingeblendet. Was ist jetzt los? Weiß ich nicht. Ich habe kein Warnzeichen. Ich auch nicht. Vielleicht schwache Verbindung. Ich bin hinten. Roten Block und ein. Vielleicht ein Verbindungsproblem? Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt ist ja weg. Oder Warnzeichen, zu viel Skill. Ja. Komm doch ein. Ah, schade, fast. Ball in drei gemacht. Ja, wir sind nicht zu besiegen, würde ich sagen. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann.